herzlich willkommen hier im Weiden zum Service Day 2012. Was haben Sie mitgebracht? Super Wetter. Was haben Sie auch im Gepäck? Ich denke, gute Laune. Was Sie auch mitgebracht haben? Einen großen Wissensdurst. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Stunden bieten können. Jeder von uns hat ein Geburtsrecht auf Erfolg. Wir können höchstens ignorieren, was die meisten allerdings tun. Jetzt, heute und hier ändern sich noch einmal die Spielregeln jeglichen Geschäftes, ohne Ausnahme. Denken Sie an den Satz, den ich jetzt sage. In 5 Jahren wird nichts oder so gut wie nichts von den wirtschaftlichen Spielregeln so sein, wie wir es aus den letzten 50 Jahren heraus kennen. Wir haben Gründerzeit im Internet. Wir haben eine Goldgräberzeit. Wir haben zurzeit eine Situation, sicherlich, die nicht mehr dauerhaft so bleiben wird. Wenn Sie in 5 Jahren rückwärts betrachten, was Sie heute geglaubt haben, das Internet schon kann, können Sie das alles im Verhältnis dazu vergessen. Wir sind gerade erst am Anfang dessen, was technologisch auf diesem Gebiet alles möglich ist. Kompetenzentwicklung als Themenfeld, also Personalentwicklungskonzepte, die man ernst nimmt, die nicht nur geschrieben werden, sondern umgesetzt werden, sind bei 8% der Service Champions Usus. Völlig normal. Und aus diesem Grund glauben wir, sind die Unternehmen auf dem richtigen Weg. Punkt 1, das Servicegeschäft in den Industrieunternehmen nimmt in den nächsten Jahren deutlich zu. Punkt 2, Service Champions sind profitabler, das heißt Professionalität im Servicegeschäft in den Industrieunternehmen zahlt sich aus. Drittens, Service Champions unterscheiden sich von anderen Unternehmen, indem sie strategisch besser planen, besser entwickeln und besser umsetzen. Besonders gut gefallen hat mir die Zukunftsperspektive, also dass man sich heute dann quasi schon mit den Konzepten 2018 beschäftigt und man ja auch teilweise schon sagt, man praktiziert das bereits so. Ja, und eben einfach dieser Gedanke nach vorne, dass man nicht stehen bleibt. Es ist immer wieder sehr interessant auch zu sehen, wenn man sich mal aus dem Tagesgeschäft einfach herausnimmt und sich mal die Zeit nimmt, sich über diese Dinge einfach Gedanken zu machen. Das ist eine Erwartungshaltung, die hier immer sehr gut erfüllt wird mit den ganzen Rahmenbedingungen, auch mit der tollen Location, die wir hier heute gefunden haben. Glauben Sie, dass 2019 alles langsamer ist, träger, behäbiger? Glauben Sie, dass Sie 2019 noch Zeit haben, 2 Jahre einen Onlineshop zu entwickeln? Glauben Sie, dass Sie 2019 noch Zeit haben, 2 Monate zu brauchen, um ein Video online zu stellen? Sprache und Video, das werden die Treiber sein, die in den nächsten 7 Jahren enorm an Bedeutung gewinnen. Warum? Was bietet sich denn mehr an als der Aufbau von Videoportalen im Bereich des Service, von Verbrauchervideos, von Seminaren, von Fortbildungen? Also das ist ein riesiges Potenzial, was man hier in den nächsten Jahren erschließen kann, wo man parallel zu den technologischen Möglichkeiten hier seine eigene Marke, sein eigenes Produkt, sein eigenes Wissen wieder kommerzialisieren kann. Alles Wissen wird digitalisiert. Das ist ein ganz großer Punkt, der kommen wird, also auch in den Firmen. Das Wissen wird digitalisiert, die Meinungsbildung in den Foren, dass man da mehr glaubt, wie vielen Produktbeschreibungen bei den Herstellern. Das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und insgesamt wird das Wissen oder ein Wissensmanagement im Netz stattfinden. Wer nur das tut, was er schon immer getan hat, wird auch nur das bekommen, was er schon immer bekommen hat. Die Service-Sieger einer Branche, weil jetzt verstehen Sie es auch, werden auch die Sieger bei Google sein. Warum? Wer nämlich gute Service-Informationen ins Netz stellt, und vielleicht über Social Media noch dafür sorgt, dass es gefunden wird. Was passiert? Andere Menschen verlinken drauf. In Foren wird diskutiert, in Twitter, in Facebook. Sagt einer, wie geht denn das und das? Und dann sagt einer, schau mal, da gibt es eine Anleitung. Also Sie müssen wirklich was Gutes tun im Netz, weil ansonsten einfach nur sagen, ich habe einen Shop, Google, mach mal. Dann sagt Google, ich habe genug zu tun, ich komme morgen wieder. Der Erfolgsfaktor wird sein, die Gewinnung und Bindung von serviceliebenden Menschen. Die Welt hat sich schon verändert. Fangen Sie an, seien Sie dabei, fangen Sie jetzt an, lernen Sie, experimentieren Sie, seien Sie sexy, seien Sie attraktiv und seien Sie auf einem guten Weg ins Service Center 2018. Das, was man sucht, möchte man einfach auch schnell gefunden haben. Einen simplen Bestellprozess, der intuitiv bedienbar ist, der den Kunden schnell an die Kasse bringt und dann einfach ihn bestellen lässt.